Sag mal, Jan, was ist eigentlich so typisch 80s? Achselhaare, Modern Talking, Wetten, das, Hits, der unendliche Würfel, Neon, geil, boom, 80er, wow. Ich meine, konzentriere dich doch jetzt mal auf den Ioniq 5. Ist das beste bezahlbare Elektroauto, was es derzeit auf dem Markt gibt? Du meinst besser als das Tesla Model Y, du meinst besser als der Kia EV6, du meinst besser als der Volkswagen VW ID.4, du meinst besser als der Skoda Enyaq, den wir euch bald als Coupé vorstellen. Ich stehe auf die 80er. You're simply the best. Better than all. Den Text kann ich auch nicht. Oh! Damals, als ich jung war, gab es ja die Bravo. Das war so Ende 80er, Anfang 90er. Und man konnte Britney Spears, Backstreet Boys, Michael Jackson Briefe schreiben und sagen, ey, Michael, ey, Britney, bekomme ich ein Autogramm von euch? Und das habe ich ständig gemacht, aber es kam nie eins zurück. Und so hat es sich angefühlt bei meiner Band, meinem Elektroauto aktuell, dem Hyundai Ioniq 5. Denn ich sag's ehrlich, dieses Video wird nicht besonders objektiv, denn ich bin Fanboy. Allein schon, weil Hyundai bei dem Auto das Design mal völlig neu gedacht hat. Ich sag's immer, warum machen alle Hersteller das Design immer gleich? Warum hat nicht mal jemand die, au, Michael Jackson-mäßig Eier, was Neues zu machen? Jedenfalls habe ich angerufen und gesagt, kann ich das Auto haben? Kam nichts. Und jetzt, ein Jahr später, können wir es euch endlich vorstellen. Und ich will nicht negativ sein und mich beschweren, sondern ganz im Gegenteil, danke Hyundai, dass ich den zeigen darf. Und an der Stelle, danke an unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern, suchen den garantiert besten Leasingpreis raus, schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Warum wird GoLeasy den hier lieben? Ihr bekommt eine Förderung von 9.000 Euro, zahlt nur 0,25% der Dienstwagensteuer, also ein Viertel. Und das schlägt sich auf den Leasingpreis nieder. Und ja, am Schluss werden wir dann drüber sprechen, was dieses Auto kostet. Und ich werde euch sagen, ihr werdet überrascht sein. In welche Richtung wird sich dann rausstellen? Das Auto kam 2021 auf den Markt, steht auf der EGMP-Plattform. Auf der steht noch ein weiterer Hidden Champion, wäre eigentlich gelogen, weil es ist ein Champion. Das Auto ist bei den Elektromobilisten total im Sichtfeld, nämlich der Kia EV6. Irgendwann wird es bei uns ganz bestimmt auch noch einen Vergleichstest geben. Die Autos sind sehr ähnlich, beide mit einer 800-Volt-Technologie ausgestattet, die sonst nur ein e-tron GT oder ein Porsche Taycan hat. In der Klasse, ich nenne es mal Mittelklasse SUV oder Crossover-Klasse, ist das natürlich großartig. Wenn man schaut, dass ein ID.4 eben oder ein Q4 e-tron von Audi nur 400 Volt hat, ja, dann ist das schon mal was, wo ich sage, Chapeau. Hätte ich vor 10 Jahren auch nicht gedacht, dass Hyundai und Kia mal in gewissen Nischen mit gewissen technischen Daten tatsächlich auch die Großen im VW-Konzern überholen. Und da spricht man dann bei dem Auto natürlich über die Wettbewerber. Ich würde sagen, der Kia EV6 ist natürlich ein Wettbewerber, aber er ist klar anders positioniert vom Look her. Man kann sich also einfach entscheiden, welchen Look findet man besser. Und der Kia EV6 ist ein bisschen neuer, aber es gibt noch andere. Und ich glaube, der größte Champion da draußen ist das Tesla Model Y, haben wir euch neu vorgestellt im Studio in München, schaut da gern vorbei. Den Q4 e-tron haben wir euch gezeigt. Wir haben ja euch den ID.4, den ID.4 GTX gezeigt. Ja. Und so viel Wettbewerb gibt es gar nicht. Viele haben jetzt diskutiert, was ist es für eine Karosserieform. Für mich ist es ja mit seinen Ausmaßen von 464, 189, 161 ganz klar ein SUV. Und die Optik hier, ich habe ja die Einleitung mit Jesse zusammen mit den 80ern nicht umsonst gedroppt. Ne? Wir haben hier sehr viel Pixel-Design drin, wir haben sehr viel, was anders ist, sehr viel, was anders gedacht ist, sehr klare Linien hier drin und einfach ein Design, was mich von Anfang an überzeugt hat. Ja? Digital Teal hier, die Farbe 660 Euro, Mystic Olive, kostet keinen Aufpreis, ist also ein kleiner Geheimtipp. Und wenn man das Hyundai-Zeichen da vorne sieht, ist es sehr prominent, sehr stolz hier drauf. Und wenn ihr jetzt
erstmal diesen kleinen Schwenk macht, dann ist es wirklich gelungen. Ne? Wir haben die Basis, wir haben das Technikpaket, wir haben das Dynamikpaket, wir haben das Unique-Paket. Hier ist das Unique-Paket für über 11.000 Euro drauf. Und ab dem Technikpaket, glaube ich, kommt hier unten diese V-förmige Leuchte rein. Und schaut mal hier, das ist wirklich beleuchtet hier. Ne? Das sind also nicht nur weiße Striche, sondern beleuchtet Kamera hier nach vorne. Und dann hat dieses Auto wunderschöne Leuchten. Da komme ich mal zu euch. Das sind zwei Elemente. Ja, die sehen aus wie bei Pac-Man, irgendwie kubisch. Und hier unten, könnt ihr mal schauen, CW-Wert 0,288. Und hier unten haben wir so eine kleine Lamelle. Schaut mal hier, wenn ihr nahe kommt, die kann man auf- und zu machen. Die öffnet bzw. schließt sich bei dem Auto, was hier mit einer Wärmepumpe und einer Heizung für das Akkupack ausgestattet ist, je nach Kühlbedarf der Batterie. Und was großartig, fast unglaublich ist, wenn man das Auto sieht, ähnlich auch wie beim EV6, ist der ultra lange Radstand, der hier auch plattformbedingt einfach möglich ist. Das lieben Designer, das liebt allerdings auch der Akku und das liebt auch der Fahrkomfort, denn wir haben 3 Meter Radstand, was Wahnsinn ist. Ne? Jetzt geht ihr natürlich schon nach hinten und ihr seht, hinten haben wir diese Pixel eben auch wieder. Das Auto hat von hinten auch ein ganz besonderes Design, Dachkantenspoiler. Über dieses Element hier sprechen wir. Es gibt nämlich einen einzigen Kritikpunkt, da kommen wir später dazu. Ja, und wenn wir jetzt hier im Profil sind, dann sehen wir schon mal hier ab den höheren Ausstattungslinien haben wir hier elektrisch versenkbare Türgriffe, die natürlich nochmal gut für den CW-Wert sind. Haben wir vorne wie hinten abgedunkelte Scheiben. Und wenn er jetzt mal vorgeht, seht ihr hier auch eine Außenspiegelkappe. Die ist nett, aber jetzt auch nicht besonders. Spiegel nach unten für eine 360-Grad-Kamera. Viele fragen immer, Jan, wie funktioniert das? Und hier, dieses Teil kommt, soweit ich weiß, auch ab den höheren Ausstattungslinien hier so geriffelt. Heißt, wir haben hier dann so dieses silberne Element um die Radkästen, ganz unüblich. 19, 20 Zoll Felgen, hier sind 20 Zöller drauf. Bisschen schmutzig geworden, ist heute ein bisschen schwierig alles, weil es dauernd regnet, schneit. Eigentlich ein perfekter Wintertest. 20 Zöller drauf. Und Jessie hat mich gefragt, warum macht man eigentlich große Felgen, Jan? Und ich habe gesagt, ja, weil es geil aussieht. Und dann hat sie gesagt, hat das sonst noch einen Vorteil? Und ich habe gesagt, nee. Also eigentlich ist die Laufruhe schlechter und vor allem hier der Verbrauch schlechter. Haben wir hier 481 Kilometer WLTP-Verbrauch, sind es mit den größeren 451 Kilometer WLTP-Verbrauch. Heißt, auf 100 Kilometer sind es 1,3 Kilowattstunden mehr an Stromverbrauch. Aber ich habe mir mal immer geschworen, ich sage es in jedem Video, ich bin nicht nur der Designer-Typ, ne, der Nick Carter aus den 80ern, der euch nur erzählt, wie das Auto aussieht, sondern ich sage euch auch, dass hier unten ein 58 Kilowattstunden fassender Akku in der Basis liegt. Hier sind es 72,6 Kilowattstunden. Der EV6 hat ein bisschen mehr, ist ein bisschen neueres Auto. Und wir haben 2 PSM-Motoren. Heißt, einer hinten. Es gibt das Auto Allrad und Heckgetrieben. Bei der Heckgetrieben-Version ist er eben nur hinten. Beim Allrad kommt noch einer vorne dazu eben. Ja, und unten liegt der Akku. Beide sind permanent synchron erregt. Heißt, der vorne geht entweder aus oder an. Schaltet sich mechanisch dazu. Das muss man wissen. Und wenn man jetzt nach hinten geht, dann kommt der große Kritikpunkt von dem Auto. Und das verstehe ich nicht. Aber vielleicht hat man das Auto auch einfach designmäßig clever gedacht. Hat man sich zumindest bei Hyundai gedacht. Denn wir haben hier hinten keinen Scheibenwischer. Klar, der sieht kacke aus. Ne? Wir haben riesigen zweigeteilten Dachkanten-Spoiler und die Ingenieure bei Hyundai haben sich gedacht, ey, bei der Fahrt verwirbelt sich die Luft da hinten so, dass die Heckscheibe total sauber ist. Funktioniert aber nicht. Und was sie auch nicht bedacht haben, man fährt ja auch nicht die ganze Zeit. Ne? Das ist also ein bisschen Grütze. Ja? Hier hinten wird es, und das kann ich euch sagen, richtig schmutzig. Und man sieht zwar noch raus, aber nicht gut. Und vor allem Jessie benutzt den Innenspiegel immer sehr stark. Ja, kann man sich drüber streiten. Aber hier haben wir dann wieder das Pixel-Design. Wir haben hier von hinten, ist das Auto für mich schöner als von vorne, Ioniq 5 in weiß draufstehen. Schaut euch diese Linie an. Hier unten unübliches Element und so ein Diffusor, ja, der auch einigermaßen unüblich ist. Aber ihr fragt euch, wo kann man den denn laden? Ah, dafür bin ich da. Und schaut mal hier drauf drücken, könnt gerne näher kommen. Jessie hat mir das gezeigt. Und hier geht dann die Öffnung fürs Laden auf. Und jetzt habe ich auch von der Jessie mit ihrer ganzen Wallbox-Werbung, die sie macht und so, wieder was gelernt. An der Haushaltssteckdose AC bis 22 kW gibt man bis 100% an, weil man sagt, okay, über Nacht wird dieses Auto ja sowieso vollgeladen sein, während man das DC-Laden, also Schnellladen,
nur bis 80% volllädt, weil und angibt, weil die letzten 20% dauern lang und wenn man unterwegs ist, dann spart man sich das gerne. Also, 11 kW bräuchte dieses Auto etwa 6 Stunden auf, wenn ihr aufgepasst habt jetzt. Ja, 100%. Wenn man das Auto dann mit 50 kW laden will, wäre das unter einer Stunde 57 Minuten. Interessant ist, der große Akku kann bis zu 220 kW laden übrigens. Dann wäre der in 18 Minuten bei 80%, genau. Ja, und das ist dann ganz gut. An der Haushaltssteckdose dauert es knapp unter 31 Stunden. Sollte man jetzt nicht machen. Während der kleine Akku nur bis 180 kW übrigens laden kann, das ist ein Unterschied. Wenn man auf Schließen drückt, geht der hier wieder zu. Ah, und fast hätte ich es vergessen. Wir haben einen neuen Kooperationspartner, der dieses Auto liebt. Das ist Next Level Energy mit ihrem Nick E-Shop. Und da bekommt ihr Wallboxen, Ladelösungen, ihr bekommt auch Photovoltaikanlagen und ihr bekommt vor allem unter dem Code TheCarCrash bei einem Einkaufswert von über 150 Euro, 25 Euro Rabatt. Lohnt sich, ist ein toller Shop. Grüße an der Stelle, schaut da vorbei. In der Beschreibung findet ihr die. So, Anhängelast. Allrad. 1600 Kilo, sonst 750 Kilo. Ich mache hier unten auf und bevor ich es aufmache, ist spannend, weil Hyundai hat sich was überlegt, zusammen mit Kia. Wenn ihr den Schlüssel in der Tasche habt, müsst ihr nicht mehr so machen. Das gab wohl ein paar Verletzungen mit älteren Herren oder Damen. Die sind gestürzt, als es glatt war. Jetzt steht er einfach nur hier mit dem Schlüssel und nach 3 Sekunden geht das Auto von alleine auf. Übrigens kann man das auch optional von außen parken. Jessie hat gerade genießt, weil hier ist noch ein bisschen Mehl dran. Ja, geiles Timing. Was ich euch zeigen kann, 600 bis 1500 Liter Kofferraumvolumen. Und erstmal interessant, nicht nur unter der Rückbank ist eine Steckdose, sondern hier ist eine 12-Volt Steckdose nochmal. Ihr habt einen doppelten Ladeboden da unten, da bekommt ihr auch richtig was unter. Jetzt machen wir das mal erstmal hier, was ich euch zeigen will. Und hier habt ihr ein V2L, also eine Vehicle-to-Load-Funktion. Und das ist natürlich super spannend. Könnt ihr hier aufmachen und hier aufmachen. Heißt, dieses Auto erlaubt bidirektionales Laden. Jetzt sind meine Finger fast schon wieder zu kalt, damit dieses Teil aufgeht. Doch, funktioniert. Ihr steckt das einfach hier rein. Hier geht's an. Und jetzt ist natürlich mega. Ihr könnt da dran, wenn ihr wollt, euer E-Bike laden. Ihr könnt eine Klimaanlage, einen Subwoofer, eine Anlage anschließen. Ihr könnt euer Handy da laden oder mehr Mehl. Ihr könnt auch kochen, wenn ihr wollt. Ich habe da so einen Freund, der ist gern, der kocht immer ganz gern unterwegs. Ehrlich gesagt haben wir einfach nichts Dümmeres gefunden, was wir euch zeigen können. Und jetzt könnte ich hier kochen oder mein Handy laden zum Beispiel. Ja, da lacht Jessie selbst, ne? Jetzt lasse ich das mal einfach hier drin und ich zeige euch vielleicht hier unten noch die Ladekabel einfach schnell, weil ihr die auch immer sehen wollt. Mir ist noch was aufgefallen, das zeige ich euch allerdings gleich. Man kann ja hier, und das ist auch unique beim Hyundai Ioniq, die Rückbank nach vorne und hinten verstellen. Wenn ihr die allerdings ganz nach vorne stellt, habt ihr da so eine kleine Kante, wo man gern mal was verliert. Schaut mal hier, auch interessant, die Abdeckung. Und die Abdeckung bekommt ihr auch ganz leicht wieder raus. Ihr fragt euch auch, warum wird das Video heute so lang? Dann ganz ehrlich, bei dem Auto gibt es so viel zu zeigen. Kachel fürs Laden an der Steckdose, Schnellladekabel eben fürs Laden, für schnelle Laden. Hier auch in dieser Herrenhandtasche. Jetzt gibt es ein Problem und zwar mache ich zwar hier wieder aus, aber das geht nicht raus. Heißt, ich muss jetzt auf der Seite den Schlüssel holen. Macht das jetzt hier und dann auf. Zumachen und das passiert nichts. Erstmal noch die Zündung aus. Das ist ein bisschen nervig. Wir haben ewig gebraucht, bis wir das rausgefunden haben, wie es funktioniert. Aber vielleicht für euch auch mal interessant, weil ihr seht das Auto jetzt ja im Stand mit ausgeschalteter. Ja, nee. Jetzt guckt. Also gar nicht so einfach. Und wenn ihr dieses Auto auch mal zu Hause habt, werdet ihr merken, da muss man so einen kleinen Trick entwickeln. Jetzt mache ich alles wieder rein. Kofferraumvolumen habt ihr noch nicht ganz gesehen, denn ich klappe jetzt mal hier ja, die Rückbank einfach um. Ihr seht auch, ich kann sie hier nach vorne schieben und dann seht ihr auch diese kleine Kante eben da unten, wo gern mal was reinfällt. Als wir das Auto bekommen haben, war da auch eine Flasche noch drin übrigens, lustigerweise. Ja, wie gesagt, aber das ist halt wirklich auch prädestiniert dafür, dass man da was verliert. Und an diesen Griffen hier
ja, klappt man das einfach um. Jetzt mache ich mal wieder zu, mache den Kofferraum zu, habe hier aufgemacht für euch. Jessie geht mal auf die andere Seite und wir springen dann auf die Rückbank. Schaut hier. So. Und jetzt mache ich die hier hoch. So. Genau. Hätte ich auch gleich machen können eigentlich. Aber so geht sie hoch. Und jetzt seht ihr schon was Interessantes. Nämlich, ihr könnt die in der Neigung verstellen. Also nicht nur die vorne haben es bequem beim Laden, sondern auch die hinten. Und jetzt schaut mal. Sehr bequem, sehr steil. Jeweils mehr Platz im Kofferraum, mehr Platz hinten, ist logisch, ne? Und erstmal Mitteltunnel frei. Ist jetzt ein bisschen schmutzig geworden leider. Entschuldigung Hyundai, aber ja, lässt sich bei dem Wetter nicht vermeiden. USB-Stecker, 2 Stück. Und guck mal hier, wollt ihr, dass eure Kinder euch richtig auf den Sack gehen, dann könnt ihr das hier machen. Also hinten und vorne verstellen. Das ist auch interessant, dass das geht. Und das ist, finde ich, gut. Leuchte gut, Platzverhältnis gut. Ne? Ich bin 1,88 groß, stehe nicht mit dem Kopf an und kann die Rückbank zusätzlich halt nicht nur in der Neigung verstellen, sondern auch ganz vor oder ganz zurückfahren. Hier haben wir jetzt Ledersitze drin, schaut euch die an. Ja, und jetzt guck mal, wie weit ich übrigens vorkomme. Ne? Nach hinten, ja, wir haben auch die Kopfstütze hier, die gut ist. Sehr viel Platz, jetzt noch Glasdach oder dieses Solarpaneldach, wo ihr ja übrigens ja bis zu, ich glaube, 5 Kilometer am Tag bekommt. 205 Watt ist das im Jahr. Könnt ihr da wohl bei idealen Bedingungen irgendwo im Süden wohl 2000 Kilometer mit dem Dach nachladen. Ich mache hier mal wieder zu. Und ja, jetzt würde ich sagen, habe ich euch alles hinten gezeigt. Wir schauen in die Tür. Ioniq 5 Einstiegsleiste. Türöffner kennt ihr. Dieses Teil hier hat mich von Anfang an geflasht, weil das sieht so nach recyceltem Plastik aus, was wirklich unüblich, aber schön ist. Sitzheizung hinten übrigens. Hier haben wir wieder die tolle Anlage, die auch beleuchtet ist. 64 Farben hat das Ambiente-Licht. Hier haben wir übrigens so ein, ja, eine Jalousie. Ja, ganz ehrlich, also das ist wirklich unique da hinten. Das ist einzigartig, das ist schön. Und genauso unique ist eigentlich der Frunk. Das haben zwar manche Elektroautos, aber nicht alle. Wundert mich, weil das ist richtig praktisch. Viele werden sagen, man lädt den hinten, kann man doch die Kabel auch hinten reinschmeißen. Stimmt natürlich. Ich mache jetzt hier mal auf. So. Und interessant ist, sind irgendwie 24 Liter bei der Allrad-Version, 57 Liter bei der Heckgetrieben-Version. Klar, da ist hier mehr Platz. Da kommt der Kabel unter, könnten mehr Schweinchen halten. Aber es ist einfach gut, den Platz noch zu haben. Ich wollte eigentlich an der Stelle natürlich was über die Reichweite sagen. Hier sind es 451 Kilometer. Was haben wir für Motoren? Der kleine Akku, ja, der hat 170 oder 235 PS. Der große Akku, der hier, 217 PS übrigens. Und es gibt noch eine Version dann mit Allrad, der ist nur heckgetrieben hier, mit 305 PS. Das Auto hier wiegt 2063 Kilo, genauso wie es da steht, in der höchsten Ausstattung. Und interessant ist dann natürlich, dass der eine Range hat im Gewicht von 1,9 bis 2,1 Tonnen. Das heißt, wir sind hier am höheren Ende mit den nur 350 Newtonmeter, während die Allrad-Version 605 Newtonmeter haben, beschleunigt der dann immer noch in 7,4 Sekunden auf 100. Ja, wird 185 km/h schnell und hat einen Normverbrauch von ein bisschen was unter 20 Kilowattstunden. Sehr spannend wird jetzt sein, was haben denn Jan und Jessie verbraucht? Denn vor 10 Tagen hat es noch 16 Grad, heute hat es 0. Ich kann euch also alles sagen. Aber zuerst werde ich euch genauso ausführlich, wie ich das außen gemacht habe, den Innenraum erklären. Weil, wie gesagt, ich habe mich lange aufs Auto gefreut. Also geben wir uns auch sehr viel Mühe. Ihr kommt rein, wir schauen uns vorne die Liegesitze an. Und ja, dann gibt es ein 80er Fazit. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum. Und wenn ich von den 80ern spreche, dann fange ich an zu strahlen. Da bin ich drin geboren, aber war natürlich noch viel zu jung. Aber alles, was ich drüber sehe, Fokuhila, Achselhaare, Neon, Modern Talking, Wetten, das geil. Und dieses Auto greift es außen auf. Hier innen auch so ein bisschen. Aber ich denke, die Challenge für die Zukunft ist, wir haben hier sehr viel Technik drin. Das allerdings bedienbar zu machen.
Und das hat Hyundai par excellence geschaffen, weil es ist natürlich relativ einfach, ein Tesla-mäßiges iPad auf Rädern zu bauen, aber während der Fahrt die ganzen Funktionen auskosten zu können und trotzdem noch einen Fokus auf die Fahrt zu haben, ich glaube, das ist was für die Zukunft. Genauso wie das Konzept hier der Materialien. Wir haben ja viele recycelte Materialien, wir haben biomäßig gegerbte Materialien. Fangen wir mal mit den... Ja, hier mit den Fußmatten an, die bestehen wohl aus Fischernetzen. Fischernetze machen die Weltmeere kaputt, töten Fische. Hier wohl dieses Material genommen für die Fußmatten. Was überhaupt nicht stimmig hier drin ist, sind die Ledersitze. Wiederum stimmig ist, dass die irgendwie mit Biomaterialien gegerbt sind. Ich glaube ja immer so ein bisschen an Marketing-Bingo bei sowas. Aber es gibt auch vegane Sitze. Ja, und die Sitze hier drin, die sind mega bequem. Man kann die Lordose verstellen, man kann die Beinauflage unten nach vorne fahren. Das ist wirklich großartig. Also hier auf Chassis-Seite geht es übrigens auch. Ne? Und die sind langstreckentauglich, geben guten Seitenhalt auf jeden Fall. Und ich zeige euch jetzt mal was sehr Interessantes. Nämlich stellt euch vor, ihr ladet. Es ist langweilig. Ihr fahrt am Flughafen. Ihr habt zu wenig gepennt. Ja, und jetzt könnt ihr einfach einen Liegesitz machen hier vorne und könnt die Zeit ganz bequem, rückenschonend nutzen. Guckt mal, wie weit das nach hinten geht und könnt einfach entspannen. Unten noch die Fußauflage hochfahren und so ein bisschen wie in der Lufthansa First Class. So fühlt sich's auf jeden Fall an. Fürs Bild muss ich mich jetzt mit hochfahren lassen. Aber dieses Auto ist wirklich schweinedurchdacht, weil wenn ihr euch das mal hier anschaut, dann könnt ihr von dieser Seite hier die Rückbank rechts und links auch noch verstellen. Und wenn ihr jetzt zurückgeht, dann könnt ihr den Beifahrersitz auch noch verstellen. Ne? Unten fährt jetzt diese Beinauflage hoch, könnt den allerdings dann auch vor- und zurückfahren. Wenn eure Kinder das rausbekommen, dann werden sie euch wahrscheinlich fertig machen hier drin. Aber so passiert jetzt auch noch ein Liegesitz zum Beispiel auf der Beifahrerseite. War jetzt nicht geplant, bin ich ehrlich, aber fährt wieder hoch. Und jetzt schauen wir uns mal diese klare Architektur hier vorne an. Und ganz ehrlich, dieses Plastik hier, das ist zwar Hartplastik, aber das ist ein geiles Material und wenn ihr dann mal in die Tür reinschaut, das erste, was mir im Auto aufgefallen ist, waren tatsächlich die Pixel und dieses, naja, wie soll ich sagen, das sieht aus wie so ein recyceltes Plastik und die ultralange Armauflage, in deren Mitte oben übrigens man auch noch was ablegen kann. Man kann in der Tür sehr viel unterbekommen. Das ist so klar designt, so wünscht man sich das fast von jedem Auto. Die Bose-Anlage gibt richtig was auf die Ohren. Wir können es euch leider nicht so richtig zeigen. Der Türgriff erinnert so ein bisschen an die 80er tatsächlich. Ioniq Fußmatte, Hyundai Einstiegsleiste ist schon wirklich, wirklich gut. Was ich eigentlich bewunder ist nicht, dass wir hier nicht das Glasdach drin haben für 1.100 Euro oder auch ja die Solarpanel hier oben. Das hätte ich mir gewünscht zum Zeigen, macht doch den Innenraum wunderbar hell. Aber wir haben einen schönen hellen Himmel, das ist auch wirklich okay. Sondern, dass wir nicht dieses Relax-Paket noch hier drin haben für die Sitze, ne, für 1.100 Euro oder auch die Wärmepumpe und die Möglichkeit, die Batterie zu heizen, gerade im Winter, bei so einem Wintertest toll, sondern der Tunnel hier in der Mitte ist frei. Also man hat das sehr konsequent, ähnlich wie beim BMW i3 gedacht und hat hier noch so ein Fach, USB-Stecker, 12 Volt Steckdose, können hier noch eine Handtasche oder sowas reinlegen. Hier ist ja der Schlüssel, wenn ihr den mal anschaut mit den Funktionen, da gibt es nachher noch ein bisschen was für euch zum Spielen. Bekommt hier sehr prominent zwei Flaschen rein, bekommt hier das Handy geladen, hier auch nochmal und hier unten haben wir eine induktive Ladefläche, ist man auch nicht gewollt aufs Handy oder gewillt aufs Handy zu schauen. Und hier unten diese Fläche, da haben wir so ein kleines Noppenmuster, das kann man rausnehmen zum Reinigen. Genau dieses Muster haben wir auch hier drin mit diesem kleinen Plastikteppich. Mega, mache ich jetzt nicht raus, weil wenn ich es einmal raus habe, dann bekommt man es echt nicht mehr so leicht rein. Und jetzt würde ich sagen, kommt mal die bezaubernde Jessie einfach vielleicht zu mir, wenn sie Lust hat. Und wir beschäftigen uns mal mit den zwei 12,25 Zoll großen Displays. Und wenn ihr gerade da vorne seid, schaut euch mal dieses 44 Zoll große AR Augmented Reality Head-Up Display an. Das ist mega. Ja? Da ist ein Audi Q4 e-tron, einen... Ja, aber was mir auch direkt aufgefallen ist hier drin, ist nicht nur, dass wir die Möglichkeit haben, die Lenkradheizung einzustellen, sondern dieser Pralltopf, ne? Dieses Material, ganz unüblich, steht auch nicht Hyundai hier drauf übrigens. Ja? Hier auf meiner Seite habt ihr die Möglichkeit, nochmal zwei Sitzeinstellungen vorzunehmen, zu speichern. Hier bekommt ihr dann schön die Bremse rein, die Parkbremse und hinten eben den Kofferraum auf. Aber
alles hier drin sehr einfach, sehr schlicht. Das Lenkrad liegt gut in der Hand. Man kann es auch wirklich gut in alle Himmelsrichtungen verstellen. Ich mache es mal so, dass Jesse wirklich alles gut einstellen kann. Hier hinten, die Pedals sind eben nicht für die Gänge, sondern für die Rekuperationsstufen. Die Gänge der Neuzeit quasi. Fahrmodusschalter hier. Sport, Eco, Normal, ändert die Grafik. Und bei langem Drücken bekommen wir einen Schneemodus hier drin. Sprachsteuerung ist hier. Ja, könnt ihr lauter, leiser auch noch machen. Der Lichthebel ist auf der Seite. Und hier haben wir dann die Assistenten und die Möglichkeit eben vorne, ja, dann verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Manches nur bei der Fahrt möglich. Eine Geschwindigkeitsanzeige hier drin. Ja, richtig gut. Und habt hier auch schon ein bisschen kleinen Spoiler auf den Verbrauch, den wir hier Langzeit jetzt haben. Was für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, beziehungsweise sehr gewöhnungsbedürftig war, dieser Gangwahlhebel hier. Von meiner Seite sieht man wirklich gut hin, DNRP, mit Drücken dann bedienbar, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Hier alles dann für den Scheibenwischer. Aber dieses Infotainment hier und vor allem die Klimasteuerung, die ist interessant, weil die ist halt eben sehr einfach zu bedienen. Hier könnt ihr das einfach dann ausmachen jetzt. An, aus geht dieses Auto hier. Vielleicht ganz am Anfang mal, was ich wirklich cool finde, schaut mal hier die Funktion, dass man das Auto hier drehen kann. Jetzt hat Jesse natürlich die Tür auf, das sieht nicht so schön aus, aber ist schon ganz gut. Es gibt auch noch einfachere Ansichten. Und vor allem hier unten, wenn ihr ein Stück weg geht, dann habt ihr hier Map, Navi. Ja, also vor allem Map könnt ihr auch mal sehen, wie schnell das funktioniert. Und dann unten Media habt ihr hier drin, einen Tuner, die Rückfahrkamera, Parkpiepser könnt ihr aus- und anmachen. Und ihr habt hier noch einen Drehregler für lauter leiser. Das ist schon wirklich gut. Wenn ihr die EV-Modi betrachtet, dann habt ihr hier den Akkufüllzustand. Das ist interessant. Ne? Die sonstigen Anbieter seht ihr dann hier, beziehungsweise Verbraucher, und ihr könnt dann auch einstellen, diese Vehicle-to-Load-Funktion, wie ihr die nutzen wollt in Verbindung mit dem Akku. Ihr könnt die Planung für die nächste Fahrt übernehmen. Geht ruhig auch mal ein Stück zurück, dass ihr mal dann ein bisschen seht hier, dass es hier noch einen Kompass gibt zum Beispiel, den ihr dann auch so machen könnt oder so. Ihr ja, könnt dann das Laden timen zum Beispiel, könnt das Auto vorheizen zum Beispiel. Also da gibt es nahezu unendlich viele Funktionen für die Tech-Nerds da draußen. Es ist echt interessant. Für mich ist es Wintermodus auch interessant. Übrigens mit der Wärmepumpe hier drin und der Heizfunktion. Ja, einfach fast ein bisschen zu viel, um euch das alles zu zeigen. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren. Wir haben hier auf jeden Fall Apple CarPlay, Android Auto, Sprachnotizen könnt ihr machen. Heizung, Klima, wichtiger Punkt. Schaut mal hier, ihr könnt die Sitze kühlen und ihr könnt sie heizen. Eine Lenkradheizung für Fahrer, Beifahrer, aber ihr könnt es auch nicht nur vorne, sondern auch hinten machen. Das ist ja mega interessant. Klima jetzt hier an, lasse ich immer aus. Wir wollen ja Sprit sparen, beziehungsweise Energie. Wallet-Modus, Ruhemodus, auch ganz spannend hier drin, gerade mit Kindern. Ihr könnt euch auch hier Sitzpositionen speichern, wenn ihr dann irgendwie an der Ladesäule seid. Einfach draufklicken und dann funktioniert das. Hyundai Live. Da machen wir jetzt nicht Verkehrsinfo oder Parkplätze, das geht auch, aber die Ladestation hier ist mega. Schaut mal, Tesla hat hier eine Ladestation in der Nähe, wird Hyundai nicht gern hören. Und das ist natürlich mega, weil ihr seht die Stärke, mit der man dann quasi das Auto laden kann. Ihr seht die Entfernung und es gibt einem sehr gutes Gefühl hier drin. Was ich noch erwähnen will, war Bluelink hier, also Wetter. Jetzt ist natürlich heute nicht das ideale Wetter, aber hier könnt ihr dann auch sehen, wie das Wetter ist, gerade für die E-Mobilisten vielleicht sehr interessant. Interessant, was ich euch noch gern zeigen will, ist, schaut mal hier, der Totenwinkelwarner. Aber ihr merkt schon, für mich ist es ja wahrscheinlich das Elektroauto der Zeit aktuell, zusammen mit dem Kia, mit seiner 800-Volt-Technik. Deshalb habe ich jetzt eine sehr lange Innenraumsequenz gemacht. Wen wir jetzt reinholen, ist meine bezaubernde Zauberkollegin, die Jessica, und dann wird gefahren. Ja, jetzt singe ich hier die ganze Zeit You're Simply the Best zum Auto, aber eigentlich ist Jessie die Beste auf jeden Fall. Und ich habe hier immer meinen inneren Monk dabei und sie erinnert mich auch immer total freundlich. Ey Jan, du hast was vergessen. Jan, und zwar guck mal hier unten, das ist eine Schublade. Und zwar nicht ein normales Handschuhfach, sondern wirklich so eine krasse Schublade. Eine voll was? Gut, eine krasse Schublade. Mhm. Und du hast vergessen, da hinten zu zeigen, dass wir eine richtige Haushaltssteckdose ab Technik haben. Sorry für den Dreck. Und das letzte war die ambiente Beleuchtung.
Die zeige ich mal schnell. Und jetzt ist auch interessant, das habe ich nämlich rausgefunden, wenn ihr auf Einstellungen geht und dann auf Themenlayout, könnt ihr das, wenn euch das hier alles zu dunkel ist, auch weiß machen, was ich interessant finde. Jetzt lassen wir das vielleicht einfach mal weiß. Mhm. Sollen wir es weiß lassen? Ja, finde ich gut. Besser zum Filmen. Und dann haben wir Head-Up-Display, was wir zum Beispiel noch einstellen können mit der AR-Anpassung hier. Da kann man echt vieles machen, aber das ist mir jetzt auch zu krass. Sitz, Licht und jetzt ambiente Beleuchtung. Jetzt schaut euch das mal an. Helligkeit kann man machen und die Farbe. Das sind wohl 64 Farben. Und wir machen jetzt Fräsiengelb, da unten seht ihr das. Orange. Grün gibt es auch noch, bleibt unten. Polarlicht, Eisblau, Polarweiß. Weiß finde ich eigentlich schick, oder? Einfach mal weiß. Und jetzt geht es hier zurück. Und was wir jetzt mal machen, weil ich finde, das ist immer total unterschätzt, ist mal die Navi irgendwie einstellen einfach. Und jetzt guckt mal. Point of Interest, Ladesachen hier, findest du auch interessant oder bin ich der Einzige? Und jetzt die nächste Ladestation als Ziel festlegen, da habt ihr auch noch die Nummer, ne? Könnt ihr alle jetzt genau anrufen und ja, jetzt rechnet das einigermaßen, hoffe ich. Was wir jetzt machen, und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist hier auf D schalten. Ja, und jetzt guckt mal hier auch die Rundumsicht. Das habe ich euch ja gezeigt, jetzt ist zu, ne? Und das funktioniert auch leicht beim Fahren. Schon cool, oder? Ja, das ist super cool. Vor allem finde ich die weiße Ansicht irgendwie viel freundlicher. Ja? Schön, ja. Würdest du das Auto nicht in der Farbe hier nehmen? Nee, ich meine das weiße Display da vorne. Ah. Ich würde natürlich Mystic Oliv nehmen, weil es keinen Preis kostet. Ich alter Sparfuchs. Kein Preis kostet? Kein Preis, kein Geld. Ja, okay, als Stil festlegen, müssen wir jetzt nochmal machen. Weil wir haben hier jetzt Augmented Reality drin, ne? Ein Wort, was uns ein Freund beigebracht hat. Wie es heißt, das ist Augmented. Der war ganz wütend, der hat uns nämlich angerufen und hat gesagt, ey Jan, Jesse, es heißt nicht Argumented, das heißt Augmented. Sag das bitte in den Videos richtig. Ihr habt studiert. Ja. Und jetzt fahre ich dieses Auto und was interessant war, wir bereiten uns ja vor. Jesse hat diesmal die Vorbereitung gemacht zu diesem Auto und sie hat aufgeschrieben, Jan, das Auto fährt sich straff und komfortabel. Da habe ich gedacht, okay, das ist ja so ein bisschen doppelt gemoppelt. Und dann hat sie gesagt, nein, hat nämlich die Autobild geschrieben. Also ich finde, dass die Autobild tatsächlich recht hat, wenn ich drüber nachdenke, weil dieses Auto fährt sich straff und komfortabel. Wirklich, das stimmt. Ich hätte es eigentlich nicht besser beschreiben können. Wir haben ja hier den Fahrmotorschalter und vor allem bei Sport fährt sich echt nochmal straffer und bei Eco bzw. Normal verändert sich dann nicht nur die Reichweite bei dem Auto, sondern ihr seht das hier, schaut mal, Eco 180, Normal 175, Sport 170, sondern auch das ganze Layout. Und systemeigene Hinweise. Wir haben hier ein kleines Online-Problem. Routenführung starten. Aha. Und jetzt sollte es dann eigentlich auch gleich losgehen. Ja. Jedenfalls zur Lenkung wollte ich was sagen. Das Auto ist ja kein wirkliches Leichtgewicht. Ne? Nein. Das wiegt hier über 2 Tonnen. Das haben alle Elektroautos an sich. Aber das Schöne ist hier drin, wir haben den Schwerpunkt, ähnlich wie bei mir, der verlagert sich auch immer mehr nach unten, beim Auto sehr weit unten. Das heißt, der sehr schwere Akku liegt im Unterboden. Das klingt im ersten Moment eklig, führt aber dazu, dass... Dass mehr abgeht beim Fahren. Dass der halt eine bessere Kurvenlage hat. Ne? Das ist das, was man will. Man will beim Auto das Gewicht nicht oben, sondern unten. Dann liegt der richtig schön auf der Straße. Trotz allem finde ich die Lenkung in der Mittellage ja, so ein bisschen ja, zu indirekt, schwammig könnte man sagen. Und außen finde ich es ein bisschen synthetisch. Andere werden das lieben, was ich euch noch zeigen kann. Ne? Schaut mal hier, funktioniert das jetzt? Auch vorne schaut mal gerne ins Head-Up-Display rein. Das seht ihr auch bei mir riesig im Blickfeld jetzt die Anzeige. Jedenfalls sind das die Rekuperationsmodi. Jetzt drücke ich hier mal auf Normal, vielleicht ist dann am besten. Und gleich, wenn wir den Berg runterfahren, macht das vielleicht sogar mehr Sinn. Was ich genieße hier drin ist, du hast ja gesagt, du fandest das Auto in der Stadt ein bisschen groß. Stimmt das? Ja, also der ist ja 1,90 breit. Das merkt man schon, 1,90 ist relativ breit und 12 Meter Wendekreis ist okay, aber jetzt auch nicht so wendig wie jetzt beispielsweise ein ID3 oder so. Mhm. Deswegen, ja, ich fand es ein bisschen zu groß. Ihr wart jetzt vor allem zu breit, oder? Ja. Ich fand das gar nicht. Also für mich sind die Ausmaße perfekt. Ich mag, dass man hoch sitzt. Ich glaube, das genießen viele. Jetzt probieren wir es mal aus. Das ist Jessys Wendegedächtnis, Flugzeugträger, Wendeplatz, Gedächtnisstelle. Und ja, stimmt schon, wird ihr ein Auto stehen, wäre schon eng, aber...
ist okay, aber jetzt okay. Auch nicht irgendwie der beste Wendekreis. So eine Allradlenkung wäre noch chillig hier. Ja, aber dann wäre es ja irgendwie ein e-tron GT. Was wir stimmt. Jetzt mal austesten, ist, guck mal, wir sind Level 1 jetzt bei der Rekuperation. Level 0 heißt, er rollt einfach runter. Level 1 heißt, schaut mal hier, da, er rollt ein bisschen weniger runter. Level 2 heißt, er bremst ein bisschen stärker. Level 3 heißt, er bremst noch stärker. Schaut mal, jetzt bremst er ziemlich stark. Und langziehen heißt maximal. Und maximal lässt ein One-Pedal-Driving zu. Und die bezaubernde Jessie erklärt euch jetzt One-Pedal-Driving. One-Pedal-Driving bedeutet, dass man wirklich nur mit einem Pedal fahren kann, weil man eben keine Bremse mehr braucht. Man kann dann einfach vom Gas runter und er bremst bis auf Null ab und kann eben dann vor allem im Stadtverkehr viel mehr rekuperieren und auch viel mehr Akku sparen. Was bedeutet eigentlich Rekuperation? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das soll ich das erklären? Ja, und zwar kann der Elektromotor andersherum auch als Generator dienen und den Akku wieder aufladen. Im Schubbetrieb oder beim Bremsen. Sehr gut. Und jetzt mache ich es mir halt ganz einfach. Geil eigentlich. Ich bin wie so ein fauler Lehrer, der immer nur irgendwie Filme zeigt oder irgendwie die Schüler alles machen lässt. Jessie, was haben wir verbraucht bei kaltem Wetter, bei warmem Wetter? Erzähl's den Leuten. Ich habe die Vorbereitung gemacht. Ich habe hier den Langstreckentest teilweise mit Jan, teilweise allein gemacht. Angegeben sind es ja hier mit den 20 Zöllern 451 Kilometer. Wir haben jetzt in unserem Wintertest, und es war wirklich verdammt kalt, 315 bis 350 Kilometer geschafft. Ich bin mehr mit der Stadt in der Stadt gefahren, dann waren es 350 Kilometer. Dann sind wir ein bisschen mehr über Land gefahren, 315 Kilometer. Haben dann 24,6 Kilowattstunden verbraucht. Wenn man im Sommer fährt, sind es dann schon eher Richtung 21 Kilowattstunden, also sehr nah an den angegebenen 17,9 Kilowattstunden bei einem 20 Zöller. So. Wieso redest du so schnell? Oh, ich weiß nicht. Okay, also hier sind wir jetzt an der Stelle, wo wir beschleunigen. Mhm. Wir haben Emotionen und hier vorne Tacho jetzt beides drin. Es wird ein Splitscreen geben sehr davon. Gut. Und jetzt schauen wir mal, wie der abgeht. Ja, 100. Vollbremsung. Ja, da merkt man schon, der schiebt ganz schön, der wiegt halt was. Auch in den Kurven merkt man übrigens, dass der hier was wiegt, vor allem das Auto heckgetrieben, der geht auch ganz schnell weg. Und vor allem, wir hatten es hier ja kalt, den Allrad hatte ich nie vermisst, weil das Auto viel wiegt. Ich würde mir die 3.800 Euro Allrad auf jeden Fall wegsparen. Ich würde tatsächlich dieses große 11.850 Euro Paket nehmen, weil hier drin so viel geiler Scheiß ist, was auch cool ist hier. Wenn man dann den Abstandsregeltempomaten hier anmacht, dann hier rein, ne, Geschwindigkeit rein, der erkennt die Schilder, der hält die Spur, das ist sehr komfortabel. Komfortableres Auto als Jessie, als Frau. Du bist ein Keeper. Was wir jetzt machen, ist eigentlich am liebsten dieses Auto behalten. Und Jessie sagt euch, was jetzt kommt. Fazit! You're simply the best, better than... Oder seid ihr schon? Was für eine konstruierte Einleitung fürs Fazit. Aber jetzt gibt's 100% Realness. Warum? Ja, ich werde euch jetzt sagen, warum die 80er geil waren, aber hauptsächlich interessiert euch, ja, was meine Meinung zum Ioniq 5 ist. Und der ist richtig Ioniq. Warum? Naja, weil dieses Auto einfach ein großes Lob verdient hat, weil Hyundai das Design endlich mal neu gemacht hat. 80er Jahre, moderner Retro-Schick hier drin. Und allein das ist schon endlich mal so viel anders und so erfrischend, dass ich sage, Dankeschön. Ich habe mich ewig auf dieses Auto eben gefreut und das Auto hat zusätzlich noch echt viele Technik-Features. Zum Beispiel, dass hier der Kofferraum automatisch aufgeht, wenn ich mich nähere. Ne? Man kann die Rückbank verstellen. Wir haben 800 Volt Technologie hier drin. Man kann das richtig toll schnell laden. Jessie hat gesagt, für mich, für die Stadt ist das Auto vielleicht so ein bisschen zu groß, zu breit. Der Wendekreis von 12 Metern ist mir zu groß. Kann man natürlich drüber streiten. Ne? Was ich einfach nur sagen würde, ist, dass der mir schweinegut gefällt. Ich finde auch den Innenraum so wahnsinnig modern und so wahnsinnig clean, dass es für mich einfach nur ein Genuss ist, dieses Auto zu fahren. Und was ich euch jetzt noch zeigen kann, ist eine Sache, die euch natürlich brennend interessiert, sind nicht
die Türöffner, die man öffnen kann oder nicht, sondern wenn man hier lange drauf drückt, dann ist dieses Auto zusätzlich auch noch so ein bisschen kitmäßig. Ja? Das heißt, man drückt hier drauf und dann merkt man schon, aha, ich glaube, wir müssen es, genau. Ihr seht auch unten die Klappe jetzt und jetzt meldet sich's und jetzt können wir mit dem Auto Gassi gehen. Also ihr seht die Klappe, die unten auf und zu geht, auch ganz interessant. Und so könnt ihr das zum Beispiel in eine enge Waschstraße reinparken, in einem engen Parkhaus drin. Jetzt schauen wir mal, ob es von sich aus da einen Berg runterrollen wird. Oh, Tatsache, ihr müsstet Jessys Augen mal sehen. Ja, zum Glück bin ich noch hier, zum Glück bin ich Profi und jetzt sprechen wir natürlich über den Preis. Das Video war so lang, jetzt müssen wir uns heute nicht beeilen. Das Auto beginnt bei 41.900 Euro, aber ihr zahlt jetzt für die Version, jetzt merkt ihr, dass ich da bin übrigens, dann mit dem großen Akku Heckgetrieben, zahlt ihr zusätzlich noch 3.200 Euro. Wollt ihr den Allrad, zahlt das 7.000 Euro. Die 3.800 Euro könnt ihr euch sparen, weil selbst hier bei den Witterungsbedingungen hat uns der Allrad nicht gefehlt. Das ist tatsächlich eher so ein kleineres Performance-Thema, würde ich einfach mal sagen. Unique-Paket, das würde ich nehmen, weil das macht so viel Spaß mit allem, was hier drin ist. Ja, liegt bei 11.850 Euro. Wenn man die Rechnung aufmacht, landen wir hier bei 57.000 Euro. Davon könnte er nochmal eine Förderung bekommen und zahlt dann nur 48.000 Euro. Und für läppische 48.000 Euro, ja, das ist nicht wenig, ich weiß schon, aber ihr bekommt so ein erwachsenes, so ein gutes Auto, was Premium ist einfach, okay? Finde ich gut. Ich weiß, es ist ein bisschen Fanboy-Video, was zum Kritisieren habe ich auch noch hinten, hätte ich mir einen Scheibenwischer gewünscht, weil das ist einfach ein bisschen nervig. Ja, und ein Kia EV6 kann ähnlich viel, ist vom Design her einfach nur differenziert. Wer noch mehr kann als wir, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die haben noch nie ein Auto unten in den Reben versenkt. Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, suchen garantiert besten Leasingpreis raus. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Cupra Born, ID4, Q4 e-tron, Peugeot E2008, E208, alles auf diesem Kanal. Wollt ihr das honorieren, schreibt in die Kommentare. Jan und Jessy sind die besten Elektroauto-Reviewer der Welt. Abonniert den Kanal, bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr eine neue Karre. Macht die Glocke an, schickt uns Liebesbriefe, eure Höschen. Ich bedanke mich bei euch, also Männer und Frauen, ne? Und bis bald in einem anderen Zirkus. Ciao, tschüss. It's simply the best, better than all the rest, better than any.